Hi, herzlich willkommen in meinem Homeoffice. Mein Name ist Nicolae Vatra. Ich komme aus Rumänien, bin 32 Jahre alt und ich bin Künstler mit dem Hauptfokus Fotografie und Malerei. Was ich in Fotografie versuche zu erreichen, wäre die menschliche Emotion zu erfassen und die menschliche Dynamik einzufangen. In Malerei, ich versuche eher die Chaos und die Ordnung zu verknüpfen. Natürlich beeinflusst die Corona-Krise auch mein künstlerisches Dasein. In Fotografie, ich kann nicht mehr so nah an die Menschen gehen, wie ich gewöhnt bin. Ich fotografiere hauptsächlich Porträtaufnahme und Dokumentarfotografie. Ich bin immer zwischen den Menschen, nah an die Menschen. Dadurch versuche ich auch die Emotionen einzufangen. Auf der anderen Seite, die Malerei, ich würde sagen, das hat einen positiven Beeinfluss. Ich habe mehr Zeit, mehr Raum, alles ist ein bisschen langsamer geworden. Ich würde eher als positiv bezeichnen. Dadurch entstehen auch Herausforderungen. Nicht nur positive oder negative Dinge. Wie kann ich aus dem ganzen Negativen rauskommen? In Fotografie, ich habe wenige Events, dadurch kriege ich weniger Kontakte, verknüpfe ich mit weniger Menschen, weniger Aufträge. Und in Malerei eine große Herausforderung wäre, wie könnte ich meine Kunstwerke in Öffentlichkeit, wie könnte ich offline meine Kunstwerke zu schaffen. Mit jeder Krise entstehen auch neue Chancen. Wir müssen lernen, anders zu denken. Zum Beispiel, ich bin viel aktiver geworden in Online, Social Media, meine Webseite. Aber dadurch entstehen auch neue Fragen. Und was für mich ziemlich herausfordernd ist, wie könnte ich meine lokale Community erreichen? Wie könnte ich mich nicht in eine Mehrheit verlieren, in so viele Möglichkeiten? Wie könnte ich das machen? Ansonsten, ich finde eure Initiative super. Support your local artists.